Niemand wollte ihn begleiten. Alle wendeten sich von ihm ab. Heute nicht. Moin Leute und willkommen zu Pokémon Smart Random Log. Willkommen zurück. Wir sind hier gerade vor dem Pokécenter und ich habe ein bisschen trainiert, Leute. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe nämlich unseren wundervollen Kuton auf Level 12 erstmal trainiert. Ich weiß nicht, ob das zu tief ist, ich weiß nicht, ob es zu hoch ist, keine Ahnung, aber ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir uns ein bisschen überlevelt haben zumindest. Ich habe ein bisschen Schiss, denn ihr seht jetzt hier gleich schon die Zerstörung in Person da vorne. Der Pokénuff besitzt Trainer Ruffunktion. Wir tragen uns gegenseitig ein, so bleiben wir in Kontakt. Alter, sie hat uns ihre Handynummer gegeben. I guess you could say things are getting pretty serious. Oh, wie wäre es also mit einem kleinen Kampf? Nein. Oh, was ist das? Du hast dich aber nicht um deine Pokémon gekümmert und auch nicht viel gefangen. Als Trainer machst du wirklich keinen guten Eindruck. Really, nigga? Hat die uns gerade als schlechter Trainer bezeichnet? Ich glaube, da braucht jemand eine ordentliche Arschversohlung. Eat my dust! Sick burn. Eat my dust! You underestimate my power! Oh Gott. Ho! Lee Shit! Eat my dust! Omae wa mou shindeiru. Nani? Nice. Ach du Schande, du bist besser als ich gedacht habe. Ja, offensichtlich, Mädchen. Gib mir dein Geld, gib mir all dein Geld. Und dann gehen wir doch mal glatt wieder nach unten zum Seefahrer Mr. Brack, der uns gerade angeteased wurde. So, Signore Bracco! Wie bitte, du möchtest mit mir segeln? Du bist aber sehr beschäftigt, aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Also auf Anker gelichtet, go, go, go! Zieht die Segel ein, yo, ho, ihr Landratten, auf geht's! Anker gelichtet, das habe ich eben schon gesagt. Egal, ich werde alt und sentimental. Ahoi, ihr Landratten, wir sind da, ciao! Hast du Lust zu angeln? Natürlich habe ich Lust zu angeln, mein Lieber. Angeln ist das Geilste auf der Welt, danke. Okay, dann können wir tatsächlich gleich hier drüben auch nochmal kurz was fangen. Okay. Was wird unsere Route 107 Pokémon sein? Oh, cool. It's a Smetbo. Das ist Level 8, ist voll entwickelt. Das wird mehr als 15 KP haben. Ich glaube, Nachtnebel wird das nicht killen. Wahrscheinlich nicht mal mehr als die Hälfte machen. Okay, knapp die Hälfte. Na gut, damit kann ich leben. Ah, wir haben kaum mehr Pokébälle, sehe ich gerade. Ich hoffe, es reicht noch für Smetbo. Komm, Smetbo, please! Na, was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, ich habe keine große Wahl. Ich habe halt nichts mehr, was den effektiv schwächen könnte, ohne dass es ihn direkt killt. Smetbo, bitte sei ein bisschen auf unserer Seite. Nope. Oh, okay. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich werde es probieren. Ich werde jetzt auf Tauboga wechseln und werde probieren, es nicht zu killen mit einem Tackle. Wir werden sehen, ob ich recht hatte. Und wird doch wahrscheinlich ausreichen, oder nicht? Ja. Ja, hätte nichts machen können. Ich hätte nichts tun können. Ich laufe einfach direkt in den nächsten Trainer rein. Ich bin so dämlich. Ein Mantax. Damn, son. Wieder so eine dämonisch besessene Frau mit roten Augen. Dann habe ich jetzt ganz viele Pokébälle gekauft und jetzt können wir in Faustauhaven noch mal was angeln. Und dann können wir noch mal auf Route 106 was angeln. Okay, dann würde ich sagen, let's go! Ist okay. Ich mag Pandir gerne. Ich glaube nicht, dass es wirklich nützlich sein wird, um ehrlich zu sein. Pandir wäre mir aber auch nicht so wichtig, dass ich das jetzt fange, um ehrlich zu sein. Und natürlich kriege ich es. Es ist doch echt wie verhext. Es ist immer so. Immer wenn ich es nicht unbedingt brauche, kriege ich es sofort. Genau wie bei Tropius, das durfte ich ja noch nicht mehr fangen, habe ich sofort gekriegt. Ne? Pandia braucht man nicht unbedingt, habe ich auch sofort gekriegt. Ist doch klar. Kennt man noch diesen Joghurt mit den Flecken? Paula Pudding, Superstar, coole Flecken, alles klar? Paula, komm ins Team. Was kannst du denn so? Vielleicht bist du ja richtig krass und hast eine richtig heftige Fähigkeit. Blitzfänger, das ist tatsächlich sogar gar nicht so schlecht. Na gut, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Auf die nächste Route 106 wäre das schon. Und da können wir eigentlich auch direkt weiterfangen.
Macaroni! Macaroni! Ganz ruhig, das darf ich nicht verkacken. Gut. Bleiben wir dabei. Lasst uns Bälle werfen. Wir haben ja genug davon. Fängt nicht gut an. Mal gucken. Was zum Fick? Ich werde einen noch werfen und dann greife ich vielleicht nochmal an. Dann überlege ich es mir nochmal kurz. Alter, war das knapp. War das knapp. Der gute Darwin ist jetzt im Team. Ich denke, jeder kennt den Evolutionstheoretiker Charles Darwin. Dementsprechend ergibt wohl irgendwie Sinn. Haben wir überhaupt irgendwie schon einen Stein, mit dem wir jetzt entwickeln können? Das würde mich ja sehr stark wundern, um ehrlich zu sein. Ne, wir haben noch keinen Evolutionsstein. Sehr schade. Ich wüsste auch ehrlich gesagt noch gar nicht richtig, was ich daraus machen wollen würde. So, hallo Angler, wie geht's? Den müssten wir jetzt nicht bekämpfen, aber ich mach's trotzdem. Der Donnerdancer. Alter, Altaria. Krass. Habe ich überhaupt Steinattacken auf Crouton? Ich glaube noch nicht, ne? Nope. Ah, nein, leider noch nicht. Okay. Ein absoluter Spaß. Plipper, der könnte natürlich Aquaknarre haben. Was ist das für ein Cancer-Trainer? Ram, bam, rum, bum, 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 bum. Wer kommt jetzt? Xatu. Oh, wow, wow. Wollen wir mal den Kampf wagen? Xatu gegen Natu, Flappy gegen Xatu? Omae wa mou shinde iru. Nani? Oa takumi de kizebu! Alrighty, Dan. Alright. Alright, alright, alright. Okay, ich würde sagen, dann auf in die Höhle. Hey du, hier ist es erschrecklich dunkel. Deine Forschung ist damit sehr schwer. Der Typ, der ist Troy und der hat Blitz eingesetzt. Das ist ein krasser Boy. Kann ich Blitz irgendjemandem beibringen? Xatu kann es wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ja. Paula kann das auch? Interessant. Na gut. Das Pokémon für die Felshöhle ist... Holy Mac-a-fucking-Roni! Dann würde ich sagen, Paula, geh mal hinein und schwäch dieses Feuerriegel. Das geht schon mal in die Richtung, theoretisch unter Umständen könnte ich es, glaube ich, jetzt killen mit einem Volltreffer. Dementsprechend gehe ich mal lieber in Zerstörer und werde dann ein paar Bälle werfen. Ich habe leider nicht mehr so viele, weil die meisten leider bei dem Evoli gerade draufgegangen sind. Was soll man machen, ne? Das tut noch viel mehr weh, als wenn es einfach direkt rausgesprungen wäre. Nochmal. Ja, die Frage ist, kann ich es noch weiter schwächen? Bitte critte einfach nicht, okay? Okay, perfekt. Ich meine, ich habe es jetzt komplett runtergeschwächt. Es ist zwar jetzt nicht paralysiert oder schläft nicht, aber komm, please, Feuerriegel, sei mein Buddy! Sei doch mein Buddy! Es tut weh in meiner Seele, ganz tief drin. Es ist der letzte gottverdammte Ball. Ich kann es nicht weiter schwächen. Kann es nicht paralysieren oder sonstiges, keine Statuseffekte draufhauen. Also bitte, Feuerriegel, bleib einfach im Ball. Oh Gott, Feuerriegel! Du Heißsporn! Ich weiß zwar, dass die gesamte Entwicklung auf einer Feuerratte basiert und Tornupto aussieht wie ein Honigdachs, aber irgendwie sah für mich Tornupto immer aus wie ein Ameisenbär. Ich weiß gar nicht warum, er hat gar nicht so eine lange Nase eigentlich, aber irgendwie von der Gestalt her. Es gibt ja sogar ein Ameisenbär-Pokémon, aber irgendwie finde ich, er sieht so aus. Und deswegen nenne ich ihn Sniffles, der Ameisenbär der Happy Tree Friends. Ja, ich frag mich nicht, wie ich drauf komme. Sniffles ist, glaube ich, sogar blau und hat eine Brille auf.
ergibt also eigentlich gar keinen Sinn, aber irgendwie musste ich daran denken. Gut Leute, ich würde sagen, das wäre es dann für heute gewesen. Ich wünsche auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen sollten, dann natürlich auch einen schönen und guten Rutsch in das neue Jahr und frohe Weihnachten. Falls die schon gewesen sind, dann hoffentlich habt ihr gute Geschenke bekommen. Hier bitte jeglichen Gruß und sonstigen Wunsch, den man am Ende des Jahres irgendjemanden gibt, einsetzen. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Video, beim nächsten Projekt wieder. Wie ihr mögt, bis dahin. Bye. Zu dem Bye.